Hi Leute, willkommen zum nächsten Zockerabend. Ich wünsche euch gleich mal vorweg einen schönen Start ins Wochenende. Und ich freue mich darauf, dass ihr eingeschaltet habt, egal ob jetzt zum Zockerabend selbst oder irgendwann dann am Wochenende. Ja, der letzte Part war nicht ganz so spannend, weil wir viel zu planen hatten. Saisonübergang zur zweiten Saison. Wir hatten einiges zu tun und jetzt steht das erste Rennen am Programm, auf das freue ich mich schon sehr. Es geht nämlich um den Grand Prix von Großbritannien und das Wetter wird dort alles andere als gut sein. Also wird wieder sicherlich ein schwieriges Rennen für uns, aber ich würde mal sagen, Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir von den Teams her unter die Top 3 kommen und ich würde auch gerne Sori unter die Top 3 bringen. Ob uns das gelingt, ist die andere Frage. So, wir sehen vom Wetter her beim Qualifying schönes Wetter, am restlichen Wochenende ist es ziemlich mies. Was gibt es sonst noch? Schauen wir da kurz rein und zwar wegen dem Bericht. Habe ich den Bericht jetzt gerade übersehen zu dem Rennen? Ach so, war eh offen. So, doch nicht. Alter Schwede, jetzt habe ich ihn. So, also Regenwahrscheinlichkeit von 20% für den Sonntag. Hochgeschwindigkeitsstrecken, das heißt, starke Motoren sind wichtig. Die Strecke ist recht gut im Hinblick auf die Reifenabnutzung. Die Reifen sollten also lange halten. Okay. Gut, wir wählen das natürlich aus. Also wenn wir 16 oder besser werden, dann kriegen wir wieder Geld. Den Teileeinbau haben wir eh schon im letzten Part gemacht. Gut, da es eventuell regnen wird oder wahrscheinlich regnen wird, naja, 20% hat es angesagt und da hat es jetzt die Regenwolke angezeigt. Ist die Frage, auf welche Reifen wir uns jetzt konzentrieren, was das Verbessern angeht, was diese Trainingssession angeht. Aber wir werden mal schauen. Also wir sehen hier eben Hochgeschwindigkeitsstrecke, weil das irgendwie ist ja eine Version des Silverstone Grand Prix, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die Strecke schaut aber relativ leicht aus im Vergleich und deutlich kürzer. So, wir nehmen die beiden Einserfahrer. Einen lassen wir komplett in der Mitte. Da der hier schon abweicht, werden wir bei ihm hier ein bisschen was anderes probieren. Auf jeden Fall in Richtung maximale Geschwindigkeit. Dann braucht man aber auch nicht so hohen Abtrieb. So, probier es einfach mal. Gut, wie schaut es aus? Wie lange halten die Reifen noch? Nicht lange. Also wir können zumindest rausfahren mit den Reifen. Strapazierfähigkeit ist geringfügig besser bei den mittleren Reifen, aber von der Geschwindigkeit her ist es schon deutlich besser. Also das spricht eigentlich dafür, die Reifen zu nehmen. Einziger Nachteil ist, wenn wir jetzt die fürs Training nehmen, dann haben wir eins fürs Qualifying, dann haben wir nur zwei Sätze Reifen für das Rennen, aber das muss reichen in dem Fall. So, rausschicken. Würde sagen, schon ein Renntrim. Die Runden und ich werde sie einfach reinholen, sobald es losgeht mit dem Regen. Und weil ihr gemeint habt, dass das Design nicht wichtig ist, weil ich eh nur die Punkte sehe, lassen wir jetzt mal die Autos fahren. Gut, das Design ist trotzdem nicht wichtig, anscheinend, weil es einfach so klein ist. Aber wir sehen sie zumindest fahren. Und ich habe gerade keinen Spiel-Sound, das heißt, ich gehe jetzt mal kurz auf Pause und tappe mal kurz raus, Moment. Geht's jetzt wieder? Vier, 12. Hi Leute, willkommen zurück. Es sollte jetzt wieder funktionieren. Gehen wir jetzt ein bisschen schneller. Und dann schauen wir, sorry brauchen wir zuerst. Und es fängt ja jetzt schon zum Regnen an, also werden wir sie jetzt reinholen. Temperaturen gehen runter. Es wird wohl beim Regen bleiben. Wir werden die Reifen nicht von der Kenntnis heraufkriegen, befürchte ich mal. So, wir haben nirgendwo wirklich gut. Naja, vielleicht hier noch beim Abtrieb ganz gut getroffen. Der Rest war ein Desaster. Also, wir müssen auf jeden Fall viel mehr in Richtung Geschwindigkeit gehen und
können das jetzt so in die Richtung machen. Bandtrim. Und jetzt brauchen wir die Regenreifen. Wie sieht's bei ihm hier aus? Also der braucht auf jeden Fall mehr Abtrieb. Und dann müssen wir da schauen, dass wir ihn auch noch in Richtung... Ist das von der Geschwindigkeit her doch nicht so? Zwar eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, aber dass er auch in Richtung Beschleunigung geht, probieren wir es mal so. Bisschen ins Blaue raten. Dann starten wir mal, drehen wir ein bisschen auf und dann warten wir einfach, wie es mit dem Wetter ist, weil ich würde eigentlich ganz gerne noch mit den anderen Reifen nochmal rausfahren. Da wird es nämlich trockener. Vielleicht geht sich dann noch eine kurze Session aus. Die Regenreifen. Die auf Level 1 zu bringen, wäre aber auch noch eine Idee. Das heißt, wir werden so lange abwarten, bis das funktioniert. Wir kommen jetzt gerade hier rein. Ah, das. Und jetzt eignen sie sich kein Wissen mehr an. Sie ist aber so, glaube ich, schon vorbeigefahren. Das ist natürlich bitter. Also, es geht zwar ein bisschen rauf, aber viel schlechter, wenn man mit falschen Reifen unterwegs ist. Wäre vielleicht noch gegangen, wenn wir den noch weiterfahren hätten lassen. Dann hätten wir das vielleicht noch erreicht. So, wir sind hier jetzt schon etwas besser unterwegs, aber es kann wahrscheinlich ruhig noch mehr Abtrieb sein. Hier war es okay und hier war es schlecht. Das heißt, wir werden eher versuchen, hier in die Mitte zu kommen. Also hier sind wir eh schon auf 100%. Probier's mal so. Und es wird trockener, das heißt, wir gehen nochmal auf Renntrim und fahren nochmal mit den weichen Reifen raus. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich's bei ihm ausgeht, dass wir das Know-how noch raufkriegen auf den Level. Komm schon. Komm schon, das darf nicht sein. Sonst muss ich die noch draußen lassen. Ich lasse ihn noch draußen, damit wir... Fuck. Habt ihr das gerade gesehen? Direkt neben der Boxeneinfahrt erreichen wir Level 1 bei den Regenreifen. Das ist ja eine Verarsche, oder? Bei den Teams hat sich auch einiges getan. Einige Ladies hier unterwegs. Und wir äußerst schlecht unterwegs. Das hat sich auch getan. Jetzt haben wir es endlich gut erwischt bei ihm. Das heißt, er darf jetzt draußen bleiben. Und bei ihm überlege ich gerade noch. Oh, der ist gut gefahren. Dann hole ich ihn jetzt nochmal rein, damit wir einmal noch nachschauen können, ob wir noch was verbessern können vor dem Qualifying. Ja, der Abtrieb und auch in der Mitte haben wir nicht wirklich gut getroffen. Hier waren wir schon auf gut und hier sind wir dann auf schlecht. Das heißt, wir müssen wieder in diese Richtung, wieder in die Mitte. Und probier's mal so. Fahrverhalten war mal schlecht, war okay. Können wir eigentlich auch so probieren. Renntrim und nochmal die Reifen raus. Nielsen. Eine Frau führt das Training an, so wie es aussieht. Ah, jetzt wird sie doch noch verdrängt. Platz 9 und Platz 11. Dafür haben wir es bei Goddard jetzt super erwischt. Also sind wir mal optimistisch für Qualifying und Rennen. So. Also los geht's in Kürze. Wetter scheint gut zu sein. Insgesamt haben wir nur 8 Minuten.
Eigentlich egal. So. Fahrzeugkonfiguration haben wir überall gut erwischt. Wenn wir ihn gleich rausschicken mit einmal neuen Reifen. Und ich würde Goddard rausschicken mit den alten. Auch wenn es jetzt nicht so clever ist, aber wichtig ist, dass wir die Zielvorgabe erreichen und dann hat der vielleicht 3 solche Reifensätze fürs Rennen. So, jetzt ist die Runde angesagt. Er hat. Die haben beide niemanden vor sich, das ist jetzt schon mal ideal. Naja, könnte sein, dass der hier noch wen kriegt. Aber ich hoffe mal, dass sich das gut ausgeht. Ist nicht gut in Form. ...1.22.670. Goddard ist 2 Sekunden langsamer. Machen natürlich sicherlich die Reifen viel aus. Wichtig ist, dass wir über dem Sponsorenziel bleiben. Und den Rest müssen wir dann versuchen im Training irgendwie auszugleichen. Boah, das ist miserabel, die Startposition. Aber ich lasse das jetzt trotzdem. Das müssen wir versuchen, irgendwie im Rennen rauszubringen, aufzuholen. Jetzt hoffen wir, dass wir da nicht mehr zu sehr verdrängt werden. Waren einige nämlich gerade noch bessere Zeiten. Ja, der hat lustige Haare. Chilton. Also Platz 12 und Platz 19. Was für eine Katastrophe. Jetzt kommt das Rennen. Das wird sehr interessant, weil jetzt müssen wir irgendwie versuchen, Plätze gut zu machen vom Wetter her. Schaut es anfänglich jetzt sehr gut aus. Reparaturen sind doppelt so schnell erledigt, wäre auch nicht so unpraktisch, aber ich nehme trotzdem jetzt mal die beiden Dinge. Ich überlege gerade, ob ich bei ihm auf Risiko gehen soll und Regenreifen. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. So. Da müssen wir natürlich reinschauen wegen der Treibstoffkonfiguration, also zumindest mal 2 Runden weniger. So, schaut es mit der Temperatur aus, die ist ja relativ niedrig. Ihn werden wir ein bisschen aggressiver fahren lassen. Und dann legen wir los. So, das Wetter dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Temperatur der Reifen natürlich auch. Zohari kämpft sich noch vor, Platz 10. Aber wie wir schon gemerkt haben, ist, dass wir in dem Jahr ein eher schwächeres Auto haben im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt lasse ich ihn auch ein bisschen aggressiver fahren, dass er die Reifen auf Temperatur kriegt. Fahrfehler, nicht von uns. Aber Sori verliert gerade einiges an Plätzen und seine Reifen überhitzen jetzt auch schon langsam, beziehungsweise nutzen die jetzt auch schon ordentlich ab, aber es sieht noch immer nicht nach Regen aus. Was ist bei Sori los? Wieso verliert er gerade so viel Zeit? Der hat jetzt gerade übelst verloren. So, wir müssen jetzt Reifen wechseln. 6 bis 8 und 10 bis 12. Ja, nochmal die Reifen. Teilezustand ist in Ordnung. Batterie gehört natürlich aufgeladen. Bei ihm können wir noch ein bisschen draußen bleiben. 1 Runde wäre vielleicht bei ihm auch noch gegangen.
Boxen-Rankings immer auf der 1, das ist auch nicht schlecht. Und bei ihm werden wir jetzt eben ein bisschen genauer noch schauen. 37, 36. Also eine Runde kann der auf jeden Fall noch draußen bleiben. Ich glaube, ich habe ihn wirklich, ich habe Sori wirklich eine Runde zu viel, früh reingeholt. Goddard abgenutzte Reifen ist richtig, aber eine kann er noch. Und jetzt werden wir ihn dann reinholen. Vom Wetter her sieht alles noch normal aus, aber die Temperatur geht ein bisschen runter. Vielleicht ist das schon ein Indiz dafür, dass dann später was passiert. So, wir probieren es auch mit 25%. Ich weiß nicht, wie ihr es so mit der Batterie macht. Ich versuche es halt mal so. Plötzlich sind die Reifen aber ordentlich weit unten. Mit der Batterie hat es geklappt. Wann nehmt ihr eigentlich mittlere und wann nehmt ihr die weichen Reifen? Vielleicht könnt ihr mir auch da mal ein bisschen weiterhelfen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das so sehe, dass anscheinend die anderen Reifen die bessere Option wären. Dem ist der Reifenverschleiß nämlich schon wieder so weit unten. Ich habe eigentlich gedacht, dass es etwas besser ist nach der Vorhersage von dieser, das ist unsere Assistentin, ich weiß nicht. So, Sori, 29%, ich riskiere das jetzt, wir lassen ihn eine Runde länger draußen. Jetzt müssen wir bei ihm eh auf diese Reifen umsteigen, Batterie aufladen. Das ziehen wir jetzt einfach durch, wieder 25%, wir müssen eh riskieren. Und dann wechseln wir wieder auf Goddard. Scheint so, als würde es trocken bleiben. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber wir werden sehen. Batterie ist bei 100%, also jetzt brauchen wir mal nichts mehr aufladen. Hoffen wir, dass sie die bald mal einsetzen. Gerade sind wir bei 49%. Die Reifen gehen da jetzt ordentlich runter. Ui, habt ihr es gesehen? Da hinten wird es zum Regnen anfangen. Wir kommen aber jetzt auf jeden Fall nicht durch, das heißt, ich werde jetzt auf die mittleren Reifen bei ihm wechseln. Mit der Batterie lassen wir, weil die ist eh ziemlich aufgeladen. Ah, danke für den Hinweis. Hohe Treibstoffvarianz, das liegt vor allem am Überrunden, habt ihr mal geschrieben. Wenn man überrundet wird, dann muss man natürlich zum Schluss eine Runde weniger fahren und deswegen ist das dann so. So, guter Stopp. Können wir jetzt ordentlich Gas geben bei ihm hier schon. Eigentlich können wir auch da Gas geben, weil jetzt wird es bald zum Regnen anfangen. Jetzt lassen wir es wieder. Jetzt fängt es in Kürze an. Jetzt wollte ich ein bisschen früher reinholen, weil es bei dem natürlich schon etwas knapper ist mit der mit den Reifen an sich. Die Frage ist nur wann. Ja, es passt bei ihm ganz gut mit dem Wechsel. Jetzt hat er noch 30% ungefähr. Jetzt wird es dann bald anfangen. Und die Frage, ob Intermediates, aber ich glaube, das wird reichen, ja. Sori, rein mit dir. Wir haben noch 16 Runden, das heißt, das ist das Problem, wir kommen mit den Reifen nicht durch. Es wird jetzt schon feucht. Safety Car verlässt die Garage. Das ist jetzt natürlich die Chance, auf jeden Fall Boxenstopp. Das Problem ist nur, Moment mal kurz. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die richtigen Reifen ausgewählt gehabt habe. Ich gehe nun noch mal auf Nummer sicher. Ja, ich glaube schon.
wenn der Safety Car jetzt gerade rausfährt, dann werden wir auch ihn reinholen. Schauen wir nur noch kurz. Safety Car noch eine Runde. Safety Car ist da nirgends zu sehen, oder? Ich weiß nicht, ob es ausgeht, nicht, dass Goddard Wartezeit hat, aber ich glaube, es geht sich aus, dass wir das hinkriegen, dass ich die so knapp hintereinander reinholen kann. Schauen wir mal. Boah, wird das knapp. Es geht sich tatsächlich aus. Und bei ihm können wir das auch Motor-Modi, also den Motor-Modus erhöhen. Ja, da schiebt sich alles ganz gut zusammen. Safety Car fährt jetzt dann zur Garage. Motor hört sich etwas seltsam an, vielleicht sollte man da ein bisschen runtergehen. Motor ist auch schon auf Orange. Das ist jetzt am Anfang halt das Problem, das hast du immer am Anfang jeder Saison, dass die Zuverlässigkeit nicht wirklich gut ist. So, sorry. Muss da jetzt die Leute überholen lassen. Das Problem ist, dass er auch von Massa überholt wurde, aber er kämpft gerade zurück. Das ist gerade dieser kritische 16. Platz, den wir unbedingt brauchen. Aber sorry, ist die Batterie kaputt, das sehe ich erst jetzt. Super. Wir können mit den Reifen ein bisschen erhöhen. Also wie es aussieht, wird es nass bleiben und ich muss so und so nochmal wechseln. Sorry, hat gerade den sechsten überholt. Er hat gerade echt Probleme anscheinend. Also es wird mit Regen zu Ende gehen. Die Reifen überhitzen jetzt gerade ein bisschen, also müssen wir da wieder runterdrehen. Treibstoffvarianz, ich versuche sie trotzdem leicht raufzudrehen. Ja, dass er überrundet wird, das wirft ihn immer wieder zurück. Wer holt eigentlich gerade von der Zeit her, hat er ein bisschen aufgeholt. Barfehler, sorry. Sieht so aus, als würde ich Motorprobleme bekommen. Okay, dann kann ich jetzt den Modus wirklich runterdrehen. Aber vielleicht kann er zumindest den 11. noch überholen oder die 11. 20%, fast übersehen. So, es bleibt beim Regen, das heißt, wir werden auf den Intermediates bleiben. Ich werde da jetzt nichts reparieren. Wir müssen das irgendwie jetzt so versuchen, das Risiko eingehen. Also am Anfang ist die Zuverlässigkeit der Teile wirklich im Keller, jedes Mal. Und jetzt geht es sich halt leider gerade nicht aus, fertig zu fahren mit den Reifen, was echt schade ist. So, da können wir wieder erhöhen. Ich würde auch sagen, wir werden den Motor-Modus trotzdem erhöhen. Vielleicht können wir noch irgendwas machen, aber nee, das sind zu weit entfernt. Es wird ein Desaster, dieses Rennen. Ein absolutes Desaster. Also wir können das, denke ich, abhaken unter Katastrophe. Und eigentlich wollten wir in dem Jahr angreifen. Aber man hat beim Fahrzeugvergleich schon gemerkt, dass die Konkurrenz gewaltig aufgeholt hat. Gut entwickelt, jetzt haben wir zwar ein sehr gutes Auto an sich vom Grundding her, aber das Problem ist, glaube ich, echt, dass wir in den Teilen her noch ein bisschen aggressiver entwickeln hätten können. Aber gut, ich bin noch Anfänger im Spiel, ziemlicher zumindest. Deswegen hilft das alles nichts. Die haben alle technische Probleme, ja. Problem ist, dass der Sori den einen vor sich nicht mehr einholen kann. Ich würde zumindest dafür sorgen, dass wir die Sponsorengeld noch kassieren würden, aber das geht halt einfach echt nicht.
Wir müssen wirklich mehr leisten als das, ja. Ah, das ärgert mich jetzt, Leute. Nielsen gewinnt. Wir haben 4 Stops gemacht, da hat sogar wer 6 Stops gemacht und ist trotzdem vor uns. Mit Leute, die sind mit 2 Stops durchgefahren, auch interessant. Ja, Katastrophe, das muss man abhaken. Ich freue mich schon auf eure Tipps. Seid nicht zu kritisch mit mir. Wie gesagt, ich lerne das Spiel noch. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Fahrzeug verbessern. Wir haben jetzt eigentlich alles reingebuttert irgendwie in den Teilezustand. Und das müssen wir jetzt aufholen. Schauen wir mal, was das nächste Rennen ist und dann schauen wir auch, wie wir weiterentwickeln bis dahin. So. Paraform. Ja. Behindert des Vorstands. Moral geht massiv runter. Disappointing Race. Marktfähigkeit minus 15. Ja, Zufriedenheit. Marktfähigkeit geht auch bei uns komplett runter. Aber wir haben jetzt echt viel Geld. Wir müssen jetzt einfach Kohle ohne Ende investieren. Vielleicht war ich da auch wieder ein bisschen zu sparsam, aber das bin ich halt einfach. Aber wir bauen ja jetzt eh schon unser Hauptquartier aus im Moment. So, Interview lehnen wir nach dem Rennen. Ups, abgenommen, okay. Ihn hat mit uns bei unserer Vorsitzenden, sehr gut. So. Also jetzt schauen wir in erster Linie mal aufs Fahrzeug verbessern. Jetzt müssen die mal die Reparaturen abschließen. So, und dann haben wir auch noch gleich neue Teile, aber Zuverlässigkeit mal nach oben bringen ist halt echt fast das Wichtigste. Da haben wir einen neuen Motor bekommen, noch kurz vorher, den müssen wir gleich ordentlich nach oben bringen. Mit 70% finde ich, kann man eh schon ganz gut arbeiten. So, ich werde das hauptsächlich jetzt mal hier nach oben treiben. Und wir müssen auf jeden Fall auch die Leistung verbessern. Also ich würde sagen, wir werden uns in erster Linie jetzt schon mal auf ein Auto konzentrieren. Zuverlässigkeit muss auf jeden Fall viel früher fertig werden. Ich würde jetzt trotzdem mal so machen. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir nämlich noch ein neues Getriebe. Gut. Das müssen wir natürlich von der Leistung her verbessern und von der Zuverlässigkeit her ganz wichtig. Machen wir mal so. Gut, und jetzt werden wir ein neues Teil entwickeln. Ich schaue noch kurz, was ist wichtig für die nächste Strecke? Höchstgeschwindigkeit und die Bremsen und die Kurven mit niedrigem Tempo. Wir sehen hier, Höchstgeschwindigkeit sind wir vom Team her nur auf der 6. Bremsen ist in Ordnung und das ist so unser Einheitsteil. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen besseren Motor und den werden wir jetzt versuchen zu entwickeln. Höchstgeschwindigkeit auf Max plus 25. Das schaut auch nicht so schlecht aus. Plus 40 wäre halt cool. Wir haben auf 301, hier wären wir auf 286. Ohne Risikolevel würde ich es halt ganz gern machen. Das heißt, Zuverlässigkeit minus 20% ist krass. Das musst du halt erst aufholen, aber wenn wir es aufgeholt haben, ist es halt schon ein großer Vorteil. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Wir sind 9 Tagen fertig. Machen wir jetzt in dem Part noch schnell. Das ist schon schön, dass dieser ganze Wochenablauf so schnell geht in dem Spiel. Also da kannst du schnell mal eine Saison durchspielen, wenn du das mit dem FM vergleichst. Naja. So. Die Motorentwicklung warten wir, wie gesagt, jetzt ab. Formel 1 fährt währenddessen in Dubai. So. Jetzt haben wir den neuen Motor. Der ist natürlich noch stärker. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt da auf das hier. Ich würde sagen, wir belassen es trotzdem noch dabei. Wobei, ich muss jetzt kurz mal da gewaltig aufholen. So. Passt, glaube ich, nicht so schlecht. Dann haben wir
Eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit, die Zuverlässigkeit, wie gesagt, die ist kritisch. Da müssen wir schauen, dass wir die jetzt zumindest noch auf 60, 70% kriegen. Das wäre ideal, aber ich weiß nicht, ob sich das ausgehen wird. Also, Mailand-Vorschau, die schauen wir uns dann bald an. Also wir haben es auf 74% bekommen, das ist schon mal ganz gut. Von der Leistung her 256 ist in Ordnung. Neues Teil entwickeln, das sehen wir jetzt von der Höchstgeschwindigkeit her trotzdem auf der 8. Also das ist noch immer eine Katastrophe. Wir können noch einen neuen Motor nehmen. Höchstgeschwindigkeit plus 40. Höchstgeschwindigkeit plus 40. Höchstgeschwindigkeit auf Max plus 25, dann kommen wir schon auf 3,41, dann haben wir wirklich einen guten Motor. Es muss einfach das Ziel sein, dass wir jetzt diesen Schwachpunkt mal in erster Linie ausmerzen, weil wie gesagt, bei den anderen Dingen sind wir nicht, ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich optimal. Beschleunigung sollten wir vielleicht auch mal arbeiten dran, aber das machen wir dann gleich demnächst, würde ich sagen. An der Leistung haben wir jetzt eh schon gearbeitet. Also, nächstes Rennen, hoffentlich mit einem besseren Ergebnis. Wir haben anscheinend einiges aufzuholen. Die anderen Teams haben da sehr gut gearbeitet. Ich habe das ein bisschen versäumt, aber ich freue mich auf die Herausforderung. Und ja, euch wünsche ich jetzt mal einen schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Wochenende bei den FM-Videos oder nächste Woche wieder zum Zockabend. Ich wünsche euch was, wir sehen uns. Bis bald.